Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven-Video und Danja, herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven Hide and Seek. So, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil ich so nervös bin eben, Danja, auf einmal, aufgrund dieser hässlichen Brille mal wieder. Kannst du mich und meine Sonnenbrille jetzt einfach mal in Frieden lassen? Ja, aber die steht dir wirklich nicht. Kann, ich sehe super aus mit dieser Brille. Und Leute, heute gibt es wieder eine Hide and Seek Challenge und zwar Danja. Zum 508. Was hab ich denn gesagt? Du hast gesagt, es gibt heute Hide and Seek und zwar Danja. Wir dürfen heute bei diesem Hide and Seek die ganze Zeit kein Grün berühren. Achso, ja. Ab jetzt. Okay. Wenn man es berührt, hat man verloren. Instant! Und wir haben Videobeweise. Das heißt, Verstecke und so dürfen natürlich auch nicht bei Grün oder so sein oder auf Grün, ne? Ja. Zwei Runden, okay. Ist wieder du unbegrenzt, suchst also du hast so lange Zeit, wie du willst. Und suchen wieder 3 Minuten, okay? Okay, alles klar, du suchst zuerst. Und du darfst heute kein Grün berühren und ich natürlich auch nicht. So, let's go. Let's go to the mall. Today. Danke, dass du mich erst hängen lassen kannst, das ist wirklich nett. Ja, bitteschön. Also, bitte darauf achten, ne? Du darfst nicht auf Grün. Ja. Das ist schon wichtig. Ich bin ja nicht komplett schwer von Begriff. Und heute machen wir es mal ein bisschen anders. Wir dürfen heute auch mit einem Skateboard suchen, okay, Danja? Okay. Darf man sich umziehen? Nein. Gar nichts. Man darf ja hier gar nichts. Wie immer, Standard-Hide-and-Seek. Gar nichts. Was isst du denn da gerade? Was Süßes. Oh, nice. Das will ich jetzt auch. Was isst du denn Süßes? Das sind so, herrscht ja keine Werbung, minisaure Krakenarme. Oh, ich glaube, ich hole mir auch. Ist sogar vegan. Oh, ich hole mir jetzt, glaube ich, auch Gummibärchen. Ja, aber erstmal verstecken. Ja, warte, ich bin gleich versteckt. Okay, ich bin versteckt. Und okay, sollen wir mit Tipp oder ohne? Ohne, finde ich. Weil der Tipp ist ja, es gibt kein Grün. Okay. Okay, alles klar. So, und dann 3 Minuten, ne? Ab jetzt. Okay. Oh, ich weiß gerade gar nicht. Habe ich Grün berührt? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich habe mir jetzt auch Gummibärchen geholt. Ja, sehr gut. Ich habe hier jetzt Fred Ferkel geholt. Die Katja-Stinger. Ah, okay. Ja, guten Appetit. Danke. Okay, so. Ich darf kein Grün berühren. Das heißt, ich darf eigentlich auch nicht hier durch. Ja. Das heißt, ich muss hier wieder zurück. Hier drüber. So, wo haben wir nicht so viel Grün? Wir haben in der Schule kaum Grün, glaube ich. Also könnten wir dann ja vielleicht hier in der Schule finden. So, das vielleicht. Ist auch nicht Grün, das ist Rot. Das auch nicht. Okay, okay, okay. So. Also klar, die Räder vom Skateboard sind gerade grün, aber das berühre ich ja auch nicht. Okay. Wo bist du denn gerade? Oh! Was war denn jetzt? Ich bin aus Versehen auf die Wiese gekommen. Oh! Ja, dann hast du verloren, oder? Eigentlich habe ich jetzt verloren, die Runde. Ja. Tja, das ist dumm. Worum warst du denn auf dem Weg? Ey, jetzt habe ich die erste Runde direkt verloren, weil ich so unaufmerksam war. Ja, okay, erste Runde geht direkt an dich. Yay! Mann, ey, toll. Nur weil ich ganz kurz auf Grün gelandet bin. Wo warst du denn? Warst du unterwegs in die Schule? Ja, ich war schon in der Schule. Ich war in der Schule. Wo aber? Oben, ich lag hinter dem Tresen. Oh, ich bin so blöd. Ich hätte einfach oben gucken müssen. Yep. Ja, ich war so blöd. Okay, alles klar. Ich war nicht mal gut versteckt, Karl. Nicht mal gut versteckt. Ja, ich weiß. Aus diesem Grund noch schlimmer, ne, dass ich dich nicht gefunden habe. Ja, guck, guck, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich hab's auch noch geschafft. So. Ja, sei froh, dass wir... Okay, verstecken Sie sich. Dann verstecke ich mich mal. Ich darf aber nicht Grün berühren, ne? Mm-mm. Okay, ich habe mich versteckt. Okay, das ging schnell. Ich habe 3 Minuten, ne? Start. Und sei ehrlich, wenn du auf Grün bist, bist du auf Grün. Ja, ja. Ja, ja. Aber ansonsten, der Versteckenradius ist der, den wir immer benutzen, ne? Ja, genau. Aber du darfst ein Skateboard benutzen, ne? Weißt du. Okay, ja. So. Hm.
Ich habe immer ein bisschen Angst, aus Versehen irgendwo auf grün zu latschen. Ja, wie gerade bei mir. Mhm. Aber ich habe es gemerkt. Mhm. Und ich war fair. Ja, wenn ich es merke, werde ich es auch auf jeden Fall sagen. Okay. Ja, sonst sieht man ja in der Videoaufnahme. Ja. Dann kann man allerhöchstens wieder sagen, Danja ist dumm, aber nicht, sie spielt unfair. Hm. Hä? Was bist du denn? Na, hier kommt man ja fast nicht rein. Doch, es geht. Nicht sein. Hä? Ich hab nicht vergessen, so nicht grün berühren. Ja, ja, ich weiß schon. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben halt auch schon alle Verstecke in Brookhaven gehabt. Ja. Gefühlt so. Ja gut, jetzt kannst du ja ein bisschen gucken, okay, und ausgrenzen, ey, das ist grün, ne? Oder da ist viel grün, da wird sie sich wahrscheinlich nicht versteckt haben oder so, ne? Da kannst du ja schon ein bisschen gucken. So, hier nicht den Türrahmen berühren. Das war eine knappe Sache. Ja, sehr knapp. Oh, hier nicht den Vorhang. Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass... Oh Mist, ich habe grün berührt. Ich ja, habe grün super, berührt. Danja. Hier war der, hast du grün berührt? Ein Teppich war da. Da ist dieser Badvorleger. Ich bin ja durch die Tür gekommen. Das fällt einem gar nicht auf, ne? Das ist mir sofort aufgefallen. Ich habe auch noch so gedacht, ich glaube, das ist eine dumme Idee, weil man halt nicht reingucken konnte. Naja. Hm. Ja. Wo warst du ja, denn? Ja, Danja. Ich war oben im Club Brooks. Also ich konnte dich auch sehen. Okay. Mann. Also das Hide and Seek bisher gar nicht so gut von uns, aber da könnt ihr mal sehen. Wir achten gar nicht so darauf, auf grüne Farbe. Okay, Danja, du darfst dich gerne verstecken. Mhm. Ich suche dich noch einmal. Okay. Okay, du kannst. Oh, das ging schnell. Okay, so, diesmal werde ich kein Skateboard nehmen. 3 Minuten ab jetzt. Okay, so, ich... So, so. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Hm, also du warst ja auch relativ schnell versteckt. Oh, ich würde gerne den PC benutzen, aber die Tastatur ist grün. Oh, dann könnte ich die sehen. Warum willst du denn den PC benutzen? Dann könnte ich ja über die Sicherheitskamera schauen. Und das ist nur ein Knopf, den habe ich nicht berührt. Den musste ich nur sozusagen mit der Maus hier... Okay, okay, okay. Danja, wo bist du? Okay, hier kann ich jetzt nicht durch, weil sonst das Risiko zu groß ist. Wo bist du denn, Danja? Na, wenn ich dir das jetzt verraten würde, wäre hier auch schön blöd, ne? Okay, ich muss eigentlich... Boah, ja, ist mir zu riskant. Schaffe ich nicht. Okay, hier ist es relativ... Safe. Okay. Ja, hier auch. Okay, aber das hilft mir natürlich nicht. Hm. Das kann nicht wahr sein, Danja. Warum versteckst du dich momentan so gut? Ich bin nicht mal gut versteckt. Hä? Ich bin nicht mal gut versteckt. Okay, ich habe noch knapp eine halbe Minute. Es war auch relativ schnell. 15 Sekunden. Mann, Danja. Also Kahn, dabei kann ich dir jetzt auch echt nicht helfen, muss ich sagen. Also, wenn du mich jetzt nicht findest, ja, okay, dann... Zeit ist um. Zeit ist um. Wo hast du dich versteckt? Ja, komm mal in den Shop.
In den Grocery Store. Welchen Shop? Grocery Store. Oh, ich wollte da gerade gucken. Och Mann, ich bin so blöd. Weil ich dachte, das wäre zu auffällig. Ja, offensichtlich war das genau perfekt. Ich bin einfach hier hintergelaufen. Oh, ich bin so blöd. Ja, okay. Dann habe ich es auch nicht anders verdient. Mhm. Okay, ein letztes Versteck noch von mir. Ja. Und ich weiß auch schon, wo ich mich verstecke. Okay. So, okay. Weil ich habe ein Versteck gefunden und ich glaube, es könnte funktionieren. Ich muss aber noch mal schauen. Ja. Okay, Dania, ich habe mich versteckt. Okay. Boah, jetzt war es aber knapp. So. 3 Minuten. Mhm. Die letzten 3 Minuten hier im Hide and Seek, aber nicht grün berühren. Bin ich mal gespannt, was Dania da so macht. Mhm. Aber ich glaube, du findest mich nicht. Es ist zwar kein super Versteck, aber trotzdem glaube ich nicht, dass du mich findest. Es ging halt schon sehr schnell. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Dania. Ja, ich auch. Komm, damit ein bisschen Stimmung aufkommt, machen wir mal Folgendes. Der Himmel ist jetzt grün. Jetzt darf ich den auch nicht mehr berühren. Ja, gut, fliegen würdest du ja sowieso nicht. Was weißt du denn schon? Bitte? Was weißt du denn schon, ob ich hier fliegen würde oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, mittlerweile ist auch einfach so, Daniel, wir sind halt mittlerweile auch sehr, sehr gut einfach im Verstecken. Obwohl ich da beim letzten Mal mit Sadie und Abauk nicht so gut dabei war, glaube ich trotzdem immer noch dran, also, dass ich der Hide and Seek Champion bin. Dass ich nicht so gut dabei war, das ist mein Channel, ich mache, was ich will. Eine schwere Untertreibung. Ihr wart alle drei so peinlich schlecht. Ja, du auch. Ich habe euch alle in die Tasche gesteckt. Alle. Ja, komm, einmal. Einmal hast du Glück. Vielleicht haben wir das auch extra gemacht, Daniel. Vielleicht haben wir uns auch vorher abgesprochen. Ja, als ob du und vielleicht sowas, haben wir das auch nur gemacht, damit du nicht traurig bist. Na klar, auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht war es das? Ja, ich glaube es auch. Denk doch mal drüber nach. Ja, auf jeden Fall. Definitiv war das so. Bin mir ganz sicher, dass es genau so passiert ist. Okay, wie lange hast du noch? 20 Sekunden. Ja, ich glaube, weil ich sehe dich bei mir auch nicht. Dementsprechend denke ich, dass du mich auch nicht finden wirst. Ach, Dania, das tut mir leid. Das tut mir leid. Manu. Zeit ist oben. Ja, also, ich glaube, auch, dass wir nicht grün berühren durften, war uns keine große Hilfe, Dania. Nee, nicht wirklich. Wo warst du denn? Ich war hier beim Rathaus und zwar hier Abteilung Fahrschule. Ah, okay, da hatte ich gar nicht vor. Und da habe ich mich direkt beim Test versteckt. Okay, da hatte ich tatsächlich überhaupt nicht und gar nicht null vor reinzugehen. Leute, das war Brookhaven Hide and Seek und wir haben uns mal wieder richtig schlecht angestellt oder auch richtig gut. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö.